Wer mit dem Zug unterwegs ist und noch häufiger, wer nicht, redet oft von Verspätungen bei der Bahn. Dabei kann man, wenn man genau hinschaut, oft auch früher ankommen als zum Beispiel im DB-Navigator angegeben. Demonstrieren wir das anhand einer Reise von Paulinenau bei Berlin nach Neustrelitz. Die Fahrplanauskunft sagt uns, dass wir um 14.52 Uhr in Paulinenau abfahren können und dann um 17.59 Uhr in Neustrelitz ankommen, mit einem Umstieg in Berlin Hauptbahnhof von leider über einer Stunde. Schauen wir uns nun einen sogenannten Bildfahrplan an, ein Zeitwegdiagramm unserer Reise. Anders als bei solchen Diagrammen üblich, sind aber nicht die Zugbewegungen einer einzigen Eisenbahnstrecke dargestellt, sondern die gesamte Reise von Paulinenau nach Neustrelitz mit Umsteigebahnhöfen, die sich vielleicht als nützlich erweisen könnten. Zwischen diesen Bahnhöfen sind alle verfügbaren Verbindungen eingezeichnet. Heben wir die von der DB Fahrplanauskunft vorgeschlagene Verbindung vor. Von links nach rechts sehen wir den geografischen Fortgang unserer Reise. Von oben nach unten vergeht die Zeit. Wir wollen also rechts möglichst weit oben, möglichst früh ankommen. Wir sehen auch gleich, dass in Berlin Hauptbahnhof noch zwei andere Züge vor dem empfohlenen Regionalexpress abfahren. Die Umsteigezeit ist ziemlich knapp. 2 Minuten zum Intercity und immerhin 8 Minuten zum Regionalexpress, der stündlich verkehrt. Wenn wir einen von diesen beiden Zügen in Berlin erreichen, sind wir über eine Stunde früher in Neustrelitz als geplant. Warum werden diese Verbindungen nicht in der Fahrplanauskunft vorgeschlagen? Weil diese davon ausgeht, dass man in Berlin Hauptbahnhof zum Umsteigen von oben bis nach unten 9 Minuten braucht. 2 Minuten sind vielleicht wirklich knapp, aber ich denke, es besteht eine gute Chance, dass man den Regionalexpress innerhalb von 8 Minuten tatsächlich erreicht. Vielleicht haben wir ja sogar Glück und der IC aus Dresden hat ein paar Minuten Verspätung. Dann bekommen wir Verfrühung durch Verspätung. Optimal. Aber es geht noch ein bisschen besser und unübersichtlicher vor allem. Fügen wir noch ein paar weitere nützliche Umsteigebahnhöfe hinzu. Wir sehen, dass wir in Spandau mit 2 Minuten Umsteigezeit in eine Regionalbahn umsteigen könnten, die uns zur Station Jungfernheide bringt. Das Gute ist, dass wir, wenn wir in Spandau einfahren und noch einmal die Live-Auskunft prüfen, ziemlich gut abschätzen können, ob wir die RB dort erreichen werden oder ob sie nicht zu viel Verspätung hat. Von der Jungfernheide aus fährt alle 5 Minuten eine S-Bahn nach Berlin-Gesundbrunn. Und dort können wir dann wiederum den IC oder den RE nach Neustrelitz erreichen, nur dass wir, wenn alles gut läuft, dann sogar 4 Minuten Umsteigezeit bis zum IC haben, statt nur 2 wie in Berlin Hauptbahnhof. Und selbst wenn ein Umstieg wirklich schief laufen sollte, den Regionalexpress eine Stunde später, den wir ja eigentlich nehmen sollen, werden wir wohl immer erreichen. Ich nenne das eine geheime, risikolose Verbindung. Geheim, weil sie dem Reisenden nicht empfohlen wird, risikolos, weil wenn sie nicht funktioniert, man aller Wahrscheinlichkeit nach nicht später ankommt als ursprünglich von der DB geplant. Man nimmt eben den RE eine Stunde später. Dass diese knappen Umstiege standardmäßig nicht vorgeschlagen werden, ist nur richtig. Die meisten Reisenden bevorzugen wohl eine zuverlässige, planbare Verbindung gegenüber einer schnellstmöglichen Verbindung, die sich mitunter während der Reise ändert. Abgesehen davon, dass dann beim Sparpreis die Zugbindung noch öfter entfallen würde. Apropos Sparpreis, eine solche geheime Verbindung funktioniert in den meisten Fällen natürlich nur mit einem Flexpreis der richtigen Zugkategorie. Das heißt aber auch, dass es keine optimale Umsteigezeit gibt. Oder vielmehr, dass Reisende mit Koffern oder Gehstock sich eine andere Umsteigezeit wünschen als ein einsamer Wandernder. Dass jemand, der vor allem sicher sein will, dass seine geplante Verbindung zuverlässig funktioniert, eine andere optimale Umsteigezeit hat als jemand, der flexibel ist und einfach möglichst schnell ankommen will. Und die Fahrzeit damit verbringt, nach schnelleren Verbindungen im DB-Navigator zu suchen. Die Schlussfolgerung, was das für ein Taktsystem bedeutet, das darauf ausgelegt ist, dass die Züge im Bahnhof aufeinander warten, heben wir uns für ein anderes Video auf. Schauen wir uns noch ein anderes Beispiel an. Es geht von Mannheim nach Hochheim bei Frankfurt. Die DB Fahrplanauskunft schlägt eine Verbindung um 14.05 Uhr über Frankfurt Hauptbahnhof vor, die 1 Stunde 35 dauert. Wenn wir diesen Zug ab Mannheim nehmen, aber schon am Frankfurter Flughafen umsteigen, können wir 24 Minuten früher ankommen. Die DB geht davon aus, dass man für den Weg zwischen Frankfurt Flughafen Fernbahnhof und Regionalbahnhof eine Viertelstunde braucht. Ich persönlich brauche maximal 6 Minuten, wir haben hier 10.
Diese Verbindung ist aber nicht ganz risikolos. Wenn zum Beispiel der Umstieg in Mainz-Kastel nicht klappt, kann es passieren, dass man die S1 eine halbe Stunde später nehmen muss und ganze 6 Minuten später als von der DB geplant ankommt. Mit genau dieser S-Bahn kommt man laut der DB übrigens an, wenn man ab Mannheim stattdessen um 14.08 Uhr einen IC nach Mainz nimmt. Man könnte nun in Mainz 12 Minuten auf den Anschluss warten. Oder man hat Glück und nimmt in 2 Minuten einen RE direkt nach Hochheim. Dann hat man die Reisezeit fast halbiert. Auch den nächsten Vorschlag bekommen wir risikolos schneller hin. Zumindest, wenn wir es schaffen, innerhalb von 4 Minuten am Frankfurter Hauptbahnhof von den Ferngleisen zur S-Bahn zu kommen. Der ICE um 14.36 Uhr und der EC um 14.39 Uhr ab Mannheim werden gar nicht vorgeschlagen. Wer noch Lust auf einen Spaziergang hat, für den ist dann tatsächlich die schnellste Verbindung von Mainz Hauptbahnhof nach Mainz-Kastel 20 Minuten zu Fuß zu gehen, wobei dort auch Busse fahren, die hier nicht berücksichtigt wurden. Die letzte vorgeschlagene Verbindung ist dann tatsächlich die einzige, bei der wir es wohl nicht schaffen werden, früher anzukommen. Die also besser nicht nehmen, das wäre ja langweilig. Natürlich sind diese Beispiele ein wenig geschickt gewählt. Das heißt aber nicht, dass das nicht auch bei anderen Verbindungen funktioniert. Ich habe leider keine belastbaren Daten dazu, aber ich glaube, dass ich bei meinen Fahrten durchschnittlich mehr Zeit einspare, als ich durch Verspätungen verliere, weil die nicht vorgeschlagenen Verbindungen die Verspätungen ausgleichen. Fazit: Öfter umzusteigen und längere Strecken zu Fuß zu gehen, kann Zeit sparen. Und vor allem kann es sich lohnen, die Fahrplanauskunft nicht nur von Start nach Ziel anzufragen, sondern auch von Umsteigebahnhöfen unterwegs in Richtung Ziel, um solche geheimen Verbindungen zu finden. Der DB-Navigator ist unser Freund.